Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Sportlich, 16. Cup Alsterquelle. Das Trio GAM live in der Kulturkarte. Eine Fahrt in der Moorbahn. Monster Trucks bei den Holstenhain. Brotbacken im Lehmbackofen. Und Twin-Rechenzentren erhalten TÜV-IT-Zertifizierung. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Hausmann Immobilien, Ihrem Immobilienexperten im Norden. Der von der Sparkasse Südholstein präsentierte 16. Cup Alsterquelle fand vom 24. bis 27. Juli in Kaltenkirchen statt. Bei dem Turnier mit DTB-Ranglistenwertung und einem Gesamtpreisgeld von 2.250 Euro bewiesen alle Teilnehmer sportlichen Ehrgeiz. Ja, wir tragen das Turnier, den Cup Alsterquelle, jetzt zum 16. Mal aus. Also schon eine ziemliche Historie hat das Turnier. Gedacht ist es einerseits, oder im Hauptsächlich ist es gedacht für die Spieler aus der Region hier, also aus dem Kreis Südholstein, Bad Segeberger Kreis, Pinneberger Kreis, um eben die Möglichkeit zu haben, hier vor Ort auf starke Konkurrenz aus, sag ich mal, der Nordregion zu treffen. Es kommen auch viele aus Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Und wir haben auch immer mal wieder einzelne internationale Spieler dabei aus anderen Ländern. Zum Beispiel dieses Jahr auch aus Russland sind Spieler dabei. Aufgeteilt ist das wie folgt. Wir haben 19 Spieler bei den Herren am Start. Davon auch Spieler, so die um die 100 in Deutschland stehen, Top 100 ungefähr. Und bei den Damen hat auch die stärkste Teilnehmerin ein Ranking von 140 in Deutschland, die Jessica Homberg. Die kommt aus Hamburg, da haben wir 9 Teilnehmerinnen. Ja, ansonsten haben wir hier beim Tennisclub Alsterquelle noch 2 Highlights dieses Jahr. Das eine ist am 29. August, Samstag, der 29. August, ist hier das Aufstiegsspiel von unserer ersten Herren über 30. Und dann haben wir am 2. September, Wochenende 11. bis 14. September, hier die Gemeindemeisterschaften im Mixed, gemischtes Doppel, immer ein Mann und eine Frau zusammen. Zahlreiche tennisbegeisterte Zuschauer besuchten die Veranstaltung und fieberten mit. Ohrwürmer aus den 50er, 60er und 70er Jahren und neue Hits gab es beim DRK-Treff in Hennstedt-Ulzburg. Die Band GAM live sorgte für beste Stimmung bei den Anwesenden. Der DRK-Treff findet monatlich in der Kulturkarte am Beckersberg statt und ist zu einer festen Einrichtung geworden. 10-mal Kompetenz vor Ort in Schleswig-Holstein. Bei LZ Automobile erhalten Kunden alles von A wie Auto bis Z wie Zubehör. Eine freundliche, kompetente und individuelle Beratung ist für die Automobilprofis selbstverständlich. Am 26. Juli konnte in Todesfelde beim Kiwebu e.V. leckeres Brot im Lehmbackofen nach traditioneller Art gebacken werden. Das Ergebnis waren köstliche Schwarzmisch- und Kürbisbrote sowie Brötchen mit verschiedenen Kräutern und Wildkräutern. Holger Hövermann vom Verein Kiwebu war durchweg zufrieden. Ja, wir sind ein Verein für Erlebenspädagogik und arbeiten hier mit Kindern, Jugendlichen und anderen Gruppen. Wir machen Sinnesschulung basierend auf alten Handwerks- und Kulturtechniken, aber es kann auch jeder zu uns kommen. Jeder bedeutet in den Sommerferien jetzt zum Beispiel jeden Tag und danach wieder von Donnerstag bis Sonntag. Also wir haben jetzt noch ein Eltern-Kind-Zeltlager, dann kommt ein Workshop für Grünholzwerken,
Dann haben wir ein Candlelight Walking im September und unser Kerzenziehen am Lagerfeuer im November. Auch im nächsten Jahr wird es das Brotbacken wieder geben. Bei strahlendem Sonnenschein fuhr die 1931 von Oskar Alexander erbaute Bahn wieder durch das Moor in Bad Bramstedt. Nach der spannenden Tour gab es eine Führung durch das Heilmoor. Heilmoor, ist hier etwas passiert. Tim Schirbaum lädt zur Fahrt ein und erklärt das Projekt Tali. Also wir bieten hier die Moorführung an, fahren mit der Feldbahn von hier oben los und unten gibt es dann, wie gesagt, die Moorführung mit unserem Moorführer und der erklärt noch einiges zur Bahn, zum Verein und zum Moor. Und besonders stolz sind wir darauf, dass wir alte Dinge erhalten können. Projekte sind geplant, bloß die Umsetzung ist schwierig, weil wir schweres Material brauchen, zum Beispiel Bagger oder Radlader, und das können wir uns als Verein so nicht leisten. Tali beschäftigt sich damit, die Landschaft hier in dem Moor aufrechtzuerhalten und die Industrie, die hier stattgefunden hat, mit unserer Kurbahn aufrechtzuerhalten und in Betrieb zu setzen. Auch für Familien- und Firmenausflüge steht die Moorbahn bereit. Die nächsten Fahrtermine sind am 10. und 24. August. Im Mattes Dentallabor in Hennstedt-Ulzburg erhalten Sie eine individuelle Beratung zum professionellen Zahnersatz. Wiebke Mattes ist Ihre Ansprechpartnerin für moderne Dentaltechnik von A wie Aufbissschienen bis Z wie Zirkonoxidkeramik. Brennende Ringe, fliegende Motorräder und riesige Monster-Trucks, die Autos zu Briefmarken zerquetschten, gab es bei der Monster-Truck-Show auf dem Gelände der Holstenhallen zu sehen. Die bekannte Artistenfamilie Traber lockte mehrere hundert Besucher zu der spektakulären Stunt-Show. Zu Anfang der Show zeigte sogar der jüngste Sprössling Johnny Traber Junior, wie gut er sein Quad beherrscht. Neben Johnny Traber zeigen auch die älteren Söhne der Familie Nicolas, Marcel und Louis Traber ihr Können auf dem Motorrad sowie auf dem Quad. Höhepunkt der rund 90-minütigen Show waren die Monster Trucks. Bei diesen Riesen handelt es sich um Originalfahrzeuge aus den USA. Sie sind 3 Meter hoch, 4 Tonnen schwer und haben jeweils 380 und 560 PS unter der Haube. Und nun Stadtmagazin TV Wirtschaft. Als deutschlandweit zweiter Betrieb haben die neuen Twin-Rechenzentren in Norderstedt und Hamburg die TÜV-IT-Zertifizierung erhalten. Werkleiter der Stadtwerke Norderstedt, Jens Seedorf, über die Rechenzentren. Für uns ist es ein weiterer Ausbau unserer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiewende in Norderstedt. Wir schaffen damit eine wichtige Gebäudeinfrastruktur, die wir sowohl selber brauchen für die Stadtwerke und für Wilhelm Tell als Betreiber von wichtigen und kritischen Infrastrukturen. Also wir selber halten unsere Daten auch dort in diesem Rechenzentrum. Wir stellen es auch Dritten zur Verfügung und diese Rechenzentren haben auch eine ganz besondere Bedeutung für die Sicherheit der Netze, wenn es darum geht, Sonnenenergie und Windenergie in den Netzen zu managen. Nein, es ist also immer Sicherheit. Sicherheit in verschiedenen Bereichen. Einmal die Sicherheit des Gebäudes, die Sicherheit der Stromversorgung ist wichtig und die Sicherheit der Datenleitungen zwischen diesen Gebäuden. Das sind alles Hochsicherheitsanforderungen, die erfüllt werden müssen. Und der TÜV hat sich das genau angeschaut und ist heute uns bestätigt. Die Aquinet AG und die Stadtwerke Norderstedt haben die Rechenzentren gebaut und betreiben sie nun als Integrationsbetriebe. Stadtmagazin TV Termine.
Mit den Jugendforen Hennstedt-Ulzburg geht es am 5. August auf einen Ausflug zum Wildpark Schwarze Berge. Mathematik ab der 10. Klasse wird am 11. August in der VHS Bad Segeberg vor Schuljahresbeginn wiederholt. In Hennstedt-Ulzburg wird am 31. August ein Flohmarkt über das gesamte Gemeindegebiet stattfinden. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Zwei Pianisten, sechs Runden und das Publikum entscheidet, wer siegt. Andreas Kern und Paul Ziebes liefern sich am 6. August ein spannendes Piano-Battle. Gut erhaltenes und tolle Schätze können die Besucher am 10. August auf dem beliebten Flohmarkt auf dem Außengelände der Holstenhallen entdecken. Broadway-Sensation in den Holstenhallen. Am 15. und 16. August wird der Oscar-prämierte Film West Side Story live vom Schleswig-Holstein-Orchester musikalisch unterstützt. Zweite Messe für Oldtimer und Youngtimer. Am 23. und 24. August finden die Klassikertage Schleswig-Holstein in den Holstenhallen statt. Und hier kommen die Schlagzeilen. Dagmar Starks feierte am 1. August ihr 40-jähriges Firmenjubiläum bei Auto Wichert. Die Profis in Orange sind in Tänzfeld, Schmalfeld und Norder steht ab sofort eine Stunde länger für die WZV-Kunden da. Am 27. Juli lud die Seniorenresidenz Bad Bramstedt zu ihrem alljährigen Sommerfest ein. Ein Großfeuer vernichtete eine Gartenlaube in Neumünster. 50 Rettungskräfte kämpften gegen die Flammen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Hausmann Immobilien, Ihrem Immobilienexperten im Norden.